Ja, Frank, jetzt, genau, ihr habt ja noch ein Mikro. Du machst eine Sache, die heißt Touch Live und wir werden dich danach auch mit einem Vortrag hören. Touch Live, da geht es um den Körper, da geht es um Massage. Wir alle haben einen Körper, das haben wir wieder alle gemeinsam. Aber diese Massage ist, glaube ich, auch etwas, was auf mehreren Ebenen wirkt. Vielleicht auch an dich erstmal diese Frage. Ist es wichtig, erstmal den Menschen wirklich zu verstehen, die du da massierst, oder ist es erstmal gar nicht wichtig? Andersrum gefragt, dieser Mensch, der dann auf der Liege liegt und von euch auch energetisch bearbeitet wird, manchmal geschieht ja auch Heilung, ermutigst du manchmal diesen Menschen wirklich in sich zu schauen, wenn da was geheilt werden will? Das sind jetzt zwei Fragen, aber ich glaube. Ja, danke, das sind einfache Fragen. Du hast den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, das muss ich nur noch auftreten. Natürlich ist es ganz wichtig zu erfragen und herauszuspüren, was der Mensch braucht, bevor man ihn berührt und ihn unterstützt mit der Berührung. Und meine Kollegen und ich sind hier und unser Motto, was uns gemeinsam verbindet in unserem Touch Life Massage Netzwerk, bedeutet, wir berühren Menschen. Und wir tun das mit unseren Händen, weil die Massage ist das Werkzeug, und wir tun das mit unseren Worten. Also diese zwei Kommunikationsebenen, Gespräch und die nonverbale Berührung, die versuchen wir in unserer Methode stimmig zusammenzuführen. Und worin wir uns üben, das ist das, was wir in unseren Seminaren machen oder in den fortgeschrittenen Treffen oder auch hier, wenn wir als Kollegen zusammenkommen, ist das möglichst achtsam zu machen. Und das ist einfach ein lebenslanges Training. Das ist ja auch hier schon in den verschiedenen Beiträgen angesprochen worden, dass der Zauber doch irgendwie im Moment entsteht und dass wir ihn auch dort irgendwie als Schatz heben können. Und bezogen auf unsere Arbeit als Massagetherapeuten heißt das halt, sehr aufmerksam zu sein, sehr gut zu beobachten und dann in unserem Fall auch besonders mit den Händen in der konkreten Berührung ganz da zu sein, ganz besonders aufmerksam zu sein. Es geht um viel. Der Mensch, der da liegt, ist total wichtig und der hat sich vielleicht lange gefreut auf diese Massage oder auch lange keine bekommen können. Und der Moment soll auf keinen Fall verloren gehen. Und wie ist das, wenn da jetzt ein Mensch auf der Liege liegt und er hat einfach eine hübsche, schöne, guttunende Massage erwartet und dann ploppt etwas auf, ein Problem tritt auf, er kriegt Angst, er kriegt Sorge, irgendetwas geschieht, womit er selber auch nicht gerechnet hat. Lernt ihr damit umzugehen? Das heißt, müsst ihr auch, ich sag mal, auch so ein bisschen psychotherapeutisch geschult sein oder was macht ihr in so einem Falle? Passiert es auch oft, auch vielleicht? Ja, das passiert. Weil die Berührung, die vermittelt, ja, was vermittelt sie? Zum Beispiel Trost oder Rückhalt, dass jemand so dicht bei mir ist. Und das bringt auch Gefühle, Erinnerungen hervor. Und ich arbeite jetzt, im September ist mein persönliches Betriebsjubiläum. Ich habe vor 30 Jahren in Hofheim meine Praxis eröffnet. Gratuliere. Und, Applaus. Oder einfach mal spontaner Applaus bitte. Es wird sicherlich Anwesende geben, die noch länger in ihrem Beruf arbeiten. Aber vor dem Hintergrund ist meine Erfahrung, nicht nur als Therapeut, sondern auch als Lehrer, der andere ausgebildet hat, es gibt einen Sicherheitsmechanismus, oder es scheint einen zu geben, dass also die Menschen sich gegenüber einem Behandler so weit öffnen, wie sie spüren, dass sie gemeinsam in der Situation auch den Weg gehen können. Vorausgesetzt, es sind keine Drogen im Spiel und vorausgesetzt, keiner von den beiden versucht irgendwie, sagen wir mal, mit Gewalt mehr zu erreichen, als was möglich ist. Also einen gesunden Menschenverstand vorausgesetzt und gute Bemühungen und Mitgefühl, dann wird die Intensität dessen, was da aufsteigt, von dem Therapeuten auch gehandelt werden können.
Und das üben wir natürlich in unseren Ausbildungen miteinander. Also das, was da hochkommt, das müssen wir dann gemeinsam auch klären. Und da gehört auch Gesprächsarbeit mit dazu und aktives Zuhören und verschiedene therapeutische Techniken. Und da versuchen wir natürlich auch gut zu sein. Schön, vielen Dank.